Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Planet Crafter, Folge 2. Da sind wir. Und ich würde vorschlagen, wir machen genau das, was ich geplant hatte, nämlich erstmal ein paar Module bauen. Warte mal, das kann erstmal rüber. Dann würde ich fast sagen, holen wir ein bisschen Eisen, damit wir hier das Ganze anwenden können. Drücke F8, um Feedback zu geben. Nein, danke. Wo haben wir denn Eisen? Da oben drauf nicht. Hier nicht. Dort nicht. Da nicht. Da hinten. Das müsste Eisen sein. Hahaha. Dankeschön. Haben wir was zu trinken dabei? Nein. Genau, dann bauen wir mal ein paar Kisten. Sortieren erstmal ein bisschen und dann können wir anfangen, das Ganze ein bisschen auszuweiten, damit wir eben ein Lager haben, ein Pflanzendings, ein Dings. Eins nach dem anderen. Da haben wir schon ein Dings rangehauen. Also, dann würde ich vorschlagen, wird das hier unser Lager oder nicht? Warte mal, gleich mal probieren. Können wir die stapeln oder irgendwas? Nein, das geht nur nebeneinander. Möglicherweise kommen da später größere hin. Lass mal kurz schauen. Das mal raus. Oh, das ist aber praktisch. Warte mal, kann ich die nicht abreißen? Okay, dann müssen wir es erstmal so machen, also. So. Das ist ein bisschen umständlicher. Ich muss sowieso was trinken. Sehr gut. Ah, fantastisch. So, und jetzt können wir den Käse abbauen. Wieso? Inventar voll. Das werden wir noch häufiger lesen, befürchte ich. So, dann hauen wir hier drüben mal Aluminium, Mikrochip, Baupläne. Das machen wir jetzt erstmal. Wir machen es jetzt umständlich. Dann machen wir erstmal so und dann würde ich sagen, hauen wir auch den Stoff darüber. So. So, das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Das ziehen wir erstmal rüber. Als nächstes bauen wir eine weitere Kiste. Will ich noch eine bauen? Sehr schön. Also, wir haben Nahrung. Wir haben Aluminium. Naja, alles, was so ein bisschen bisher nur vereinzelt vorkam, möchte ich mal meinen. Vielleicht kommt da auch Uran rein. Dann haben wir hier drüben Iridium. Davon haben wir so viel, dass da eine Kiste reicht. Und hier machen wir jetzt erstmal alle, die so vor der Haustür erscheinen. Genau. Ach nee, warte mal. Aluminium kann hier rüber. So, genau. Jetzt haben wir es. Das ist schon mal ein Anfang. Das denn da? Super. Ja, Leute. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Eisen, Eisen, Titan haben wir, glaube ich, gar nicht. Tja, was schreiben wir darauf? Machen wir es so? Spezial nennen wir das.
So, wir sammeln mal noch ein bisschen, denn wir brauchen auch noch ein bisschen Eisen, damit wir hier noch eins, zwei bauen können. Diese Wohnmodule an sich brauchen, glaube ich, auch schon Strom und sowas, aber das können wir hier easy bauen. Aber auch dafür brauchen wir natürlich ein bisschen, ein paar Ressourcen. Guck mal, hier haben wir doch Eisen. Eisenhüttenstadt. War hier noch was? Nee. So, sehr schön. Wir gehen rein und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze machen. Also hier haben wir das Lager und dann könnten wir im Grunde da nochmal was anbauen. Und dann sind wir im Moment schon mal ganz gut versorgt, glaube ich. Können wir uns so ein Ding hier nochmal leisten? Können wir. Wollen wir das einmal hier rüberstellen vielleicht? Obwohl, die beiden da hinten stören eigentlich nicht. Im Grunde können wir es genauso lassen. Mach mal auf. Wir haben nämlich so ein Ding noch da. So. Das heißt, für uns im Grunde könnten wir so ein Ding nochmal draußen hinstellen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Na gut. Machen wir es so. Okay. Kobalt und Eis wäre nicht schlecht. Hier haben wir einmal Kobalt. Titan kann einmal rüber. Dann holen wir mal ein bisschen was, damit wir dann wenigstens Trinken und Sauerstoffkapseln dabei haben. Kobalt und Eis sollte easy zu finden sein. Danke. Sehr schön. Okay, es geht zurück. Und dann sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen schneller das Ganze leveln können. Es ist schon recht langsam. Im Grunde einfach Wracks durchsuchen, schauen, dass man irgendwas findet, um dann eben das schnell nach oben zu bringen. Was haben wir denn hier? Sauerstoff, Wärme. Bitte bauen Sie das. Und im Anschluss das. Das haben wir nicht mehr. Genau, da haben wir jetzt alles erstmal so. Bei der Nahrung haben wir Wasserflaschen vorrätig. Wir machen das mal genau so. Und hier haben wir nochmal so ein Ding. Zeig mal hier. Ah, hier Sonnenkollektor Stufe 1. Ist das vielleicht eine Option? Eisen, Kobalt, Kobalt, Silizium. Kobalt. Dann machen wir so ein Ding, Leute. Die Sonne ist doch da. Also irgendeine Sonne wird da sein. Aber wir hüpfen hin, weil es einfach mehr Spaß macht. Müssten auch ein bisschen was essen, sehe ich gerade. Das verwirrt mich noch so ein bisschen, dass das ein Herz ist. Also das ist im Grunde nicht der Gesundheitszustand, sondern Nahrung. Sehe ich das richtig? Ist das nur das falsche Symbol? Warum verlieren wir dauerhaft Gesundheit? Warum ist das nicht ein Messer und eine Gabel? Das ist sehr verwirrend. Aber das gönnen wir uns. Auch dafür brauchen wir die Wracks. Oh. Jetzt können wir vielleicht... Warte mal, können wir das oben drauf stellen? Nee, doch. Es ist wahrscheinlich egal, oder? Es ist wahrscheinlich egal, wie es steht, aber es soll cool aussehen. Es könnte nicht uncooler aussehen an der Stelle, aber okay. Weil ich habe mir Mühe gegeben, ob das jetzt so aussieht oder nicht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
Das Ding haben wir. Das kann laufen. Wir sind bei 2000. Okay, wir ziehen los. Wir gehen nochmal da oben rein, da ist nämlich noch ein bisschen was. Ich will die Wracks dann schon komplett leer looten. Hab übrigens auch dann im Nachhinein gesehen, als ich das Video geschnitten habe, die erste Folge, dass ich oben mein Zeug in die Kiste gepackt habe. Und ich das Zeug aus der Kiste geholt habe. Weil ich mich ja gewundert habe, dass plötzlich alles weg war, was ich dabei hatte. Pflanzenröhre Stufe 2. Ich brauche, was brauche ich? So einen Nahrungszüchter oder sowas? Oh oh. Oh oh, das sieht irgendwie schlimmer aus als die anderen Dinger. Was machen Sachen? Ich gehe mal lieber schnell rein. Nicht, dass ich mich noch erkälte hier draußen. Aua. Ich weiß. Hier ist jede Menge Kobalt. Das ist alles Zeug, was ich so kriegen kann. Das nehme ich mit. Was ist das? Muss ich mir gleich anschauen. Ich habe keine Zeit. Panik. Hier war ich schon, das kenne ich bereits. Das war die Meldung des Ganzen. Hier könnten wir irgendwas reinmachen, wir haben aber nichts dergleichen. Somit ist dieses Wrack hoffentlich abgeschlossen. Falls ich hier was übersehen habe, dann sagt nichts. Superlegierung. Ja klar. Warte, wir hauen ab. Damit bin ich sehr zufrieden. Aber noch nicht zufrieden genug, scheinbar. Okay. Let's go. Alles klar. Ja, das hat doch ganz gut geklappt. Mit den 200 Sauerstoff auf Vorrat geht das tatsächlich, je nachdem wie weit man geht. Also mir ist schon klar, dass ich irgendwann sehr viel weiter weggehen muss. Keine Ahnung, ob es hier Fahrzeuge gibt vielleicht. So ein Moon Buggy oder sowas. Wäre natürlich sehr cool. Aber kann ich nicht sagen. Aber wir haben ein bisschen was gefunden. Sah mir jetzt eher so nach verschiedenfarbigen Weltraumanzügen aus. Aber hey, ich will mich nicht beklagen. Das kann durchaus ganz nett sein. Oh, das sieht doch schon ganz cool aus hier, oder? Ah, bin wieder zu Hause. Rucksack Stufe 2, den haben wir bereits. Exoskelett erhöht die Ausrüstungskapazität. Somit kann ich dann mehr Chips installieren, nehme ich mal an. Titan, Silizium, Magnesium. Warte mal, wir machen mal eins nach dem anderen. Pestera-Samen. Sauerstoffmultiplikator 2 Milliarden. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um sich auszurüsten. Ach, das ist einfach nur jetzt eine andere Farbe, oder? Denn. Oder gar nichts. Das ist eindeutig spezial. Die Anzüge im Grunde auch. Und auch schwer. Ja. Nee. Das lassen wir jetzt vorerst so. Ja, ich wollte das Exoskelett bauen. Wir schauen nochmal rein. Titan, Silizium, Magnesium. Magnesium, Silizium, Titan. Let's go. Wo wird das angeheftet? Ah ja.
Leute. Alles dran. Was mache ich? Bringt mir das irgendwas? Jetzt mal ganz realistisch gesehen, bringt mir das irgendwas? Weil wenn das einen ganzen Slot nimmt, also ich meine, jetzt habe ich Mikrochips, das passt. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Koop-Ding, kann das sein? Eisen, Silizium, Magnesium. Sehr merkwürdig. Energieverbrauch. Das platzieren wir jetzt einfach mal. Rucksack Stufe 3, sehr schön. Okay, hier kann ich sehen, was am meisten Strom verbraucht. Und auf der rechten Seite, wo Strom produziert wird und wie viel. Verfügbar 7,95 Kilowatt, 4,55 werden verbraucht. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Stufe 2 Pflanzenröhre platziere, die wahrscheinlich mehr als 1,0... Obwohl, nee, warte mal, das sind ja alle drei zusammen. Ja, okay, also wir haben noch ein bisschen was zur Verfügung, würde jetzt aber trotzdem mal eher sagen, dass wir... Oh, hier brauche ich Aluminium. Titan, Silizium, zweimal Aluminium. Aua, mein Kopf. Definitiv brauche ich einen besseren Rucksack, einen größeren. Ich hoffe, dass das unendlich weit geht, die Stufen der Rucksäcke. Und ich hoffe auch, dass es später größere Lagerkisten gibt oder Schränke im Idealfall. Irgendwas, was wirklich viel Lagerplatz bietet. Denn ansonsten brauche ich davon wirklich 10 von diesen Wohnmodulen voll, weil ich die auch nicht stapeln kann. Oder man kann das irgendwie, ich weiß es noch nicht. Zack, Leute, jetzt wird doch ein Schuh draus. Sauerstofftank Stufe 2 haben wir bereits. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal eben, was wir hier sonst noch so basteln können. Hier unten bringt mir das irgendwas? Ah, dafür brauche ich Stoff. Okay. Ein Einzelbett. Okay. Pflanzenröhre Stufe 2. Zweimal Eis, Magnesium, Silizium. Vorsicht, Entschuldigung, darf ich mal... Eisen. Das brauchen wir. Silizium scheint mir bisher das zu sein, was man am seltensten findet. Das ist nicht selten, aber von all den Dingen, die man hier abbauen kann, bisher scheint das wirklich selten zu sein. Ganz unspektakulär. Ja, und da, wo ich sage, kommt 17 Millionen Mal Silizium. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja, hier, es schwebt sogar. Egal. Ich habe nichts gesagt. Ist schon okay. Was habt ihr heute gegessen? War das lecker? Sehr schön.
Ich bin so gespannt, wo das hinführt mit dem Ganzen hier was anbauen und so. Zeig mal her hier. Stufe 2. Haben wir noch irgendwas davon da? Wir haben Lirmasam und Pesterasam. Verbraucht 1,25, Sauerstoff 2,4. Wir schauen mal auf den Monitor. Sauerstoff, okay. Ich schätze, Wärme könnte mehr noch. Wir könnten noch so einen Bohrer bauen. Mal Titan. Innenleiter. Und dann schätze ich mal, sind wir ganz gut beraten, wenn wir nochmal so ein Ding bauen. Ah, wir haben sogar alles dabei, Leute. Ja, und dann können wir natürlich hier eine Leiter ranbauen, damit wir dann auch direkt draufkommen und das schön platzieren. Aber jetzt für den Anfang machen wir es erstmal so, hier zum Beispiel. Warte mal, kann ich die nicht direkt ranstellen? Doch. Warte mal, machen wir doch direkt hier vorne, oder? Nicht ans Fenster, aber hier so außen ran. Was ist das denn für ein komisches Prinzip? Ja, ist okay. Okay. So, mehr davon. Haben wir noch irgendwas? Es fehlt Kobalt und Eisen. Dann können wir so ein Ding nochmal basteln. Ich würde fast vorschlagen, das machen wir. Dann haben wir da ein bisschen vorproduziert, ein bisschen Strom. Dann muss ich mir da nicht jedes Mal einen Kopf drum machen, wenn ich irgendwas bauen möchte. Wird das Ganze versorgt. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel nicht irgendwann auf die Idee kommt zu sagen, ach übrigens, es ist soweit, es kommen Aliens jede Nacht und zerstören deine Vorräte. Bohrer Stufe 2? Zeig mal her, Bohrer Stufe 2. Eisen, Titan, Titan. Scheint einfach zu sein, gefällt mir gut. Hier haben wir was. Ich merke auf jeden Fall, wie jeder neue freigeschaltete Bauplan mich dazu bringt, das gleich bauen zu wollen. Dieses simple, einfach linke Maustaste drücken, dann passiert was und dann stellst du was hin, das ändert einen Wert und das sorgt dafür, dass dein Endziel wesentlich schneller erreicht wird. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich simpel gehalten und ich wünsche mir, dass das gesamte Spiel so bleibt. Ich brauche kein komplizierteres. Warte mal. Zweimal Titan. Gib mal noch zweimal Titan. Können wir zwei davon bauen? Also, ich bevorzuge es in manchen Fällen tatsächlich, wenn Dinge einfach simpel bleiben. Ich weiß, das ist in fast allen Belangen wird es immer irgendwie komplizierter oder mehr von sich selbst. Ob das ein Lied ist? Ich glaube, wir alle haben Lieder, wo man denkt, so, oh, wenn es anfängt, ist es richtig gut und später kommen immer mehr Instrumente dazu und du denkst, irgendwie so, jetzt wird es irgendwie so unruhig und so, der Flow vom Anfang ist irgendwie weg. Bei Filmen genauso, da hat man es manchmal lieber, wenn man dem Charakter am Anfang irgendwie folgt, wenn alles noch nicht so ganz klar ist und darum geht es so ein bisschen, wenn dann in Akt 3 irgendwie alles so aufeinander trifft. Ja, dann ist es häufig irgendwie so ein Gewusel und du denkst, ja, jetzt endet es sowieso gleich und so. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig, aber so dieses Einfache am Anfang und ich sterbe jetzt gleich. Das schaffst du! Gib mal Kobalt. Haben wir nicht mehr. So, und bei Spielen genauso. Manchmal reicht mir das einfach so ein bisschen, mach mal basic, mach mal ruhig. Das kann dann ruhig größer werden in dem, was man macht. Aber ich will nicht, dass mehr auf mich einwirkt. Ich will, dass ich Gott spiele und mehr erschaffe. Aber es soll sich nicht auf mich auswirken im Sinne von ab Stufe 10 kommen dann die Feinde und dann wird das schwieriger oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich will so eine klare Struktur, die allmählich steigt. Mehr will ich doch gar nicht. So, Bohrer Stufe 2. Wollen wir die... Mach mal da hin.
So, das müsste eigentlich passen, oder? Wärme. Wärme entsteht jetzt durch die Heizung hier drin. Sehe ich das richtig? Ja. Einmal Iridium. Sollen wir die einfach mal so ganz plump daneben stellen? 0,8 pk pro Sekunde. Hier haben wir die Innenleiter. Wie sieht es denn hiermit eigentlich aus? Hier können wir... Eine Sekunde zu spät. Was brauchen wir? Einmal Titan und dann können wir die bessere Heizung basteln. Jetzt ist natürlich die Frage, nimmt man für Stufe 2 Heizung eine Standardstufenheizung weg? Stufe 1? Weil du möchtest natürlich die effizienteste Heizung haben. Die verbraucht 1. 1 verbraucht 3,5, gibt aber 4,5. What? Bewässerung niedrig? Was heißt das? Bewässerung? Meine Bewässerung? Ja, okay. Das kreiert 0,3 Wärme. Sehe ich das richtig, ja? Und das kreiert 4,5. Das ist ja eine enorme Steigerung. Oder sehe ich das falsch? Nee, tatsächlich. Krass. Das ist ja der Wahnsinn. 1,5 Kilowatt mehr für weiß ich nicht wie viel mal mehr Wärme. Sehr schön. Ja, das ist das, was ich meinte. Also einfach schauen, was das Effizientere ist. Dann sind wir doch alle glücklich, oder nicht? Eisen, hau das mal rüber. Silizium, Kobalt, Magnesium. Iridium. Und hier können wir jetzt den Stoff rüberhauen. Bei der Nahrung können wir das einmal so machen. Wir essen das einmal neben einem mit. Damit bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Wir brauchen dringend Sauerstoff. Haben wir zweimal Kobalt da? Einmal. Wir brauchen 4, im Idealfall vielleicht sogar eher 6-mal Kobalt, damit wir die Sauerstoffdinger mitnehmen können. Aber wir sind schon bei 5.400. Wir haben es nicht mehr weit. Es geht ganz schnell jetzt. Das soll es gar nicht. Ich habe auch schon so überlegt, im Grunde könnte man es jetzt einfach so lassen, oder nicht? Man muss nur dafür sorgen, dass der eigene Charakter nicht dauerhaft stirbt. Wobei das wahrscheinlich auch keinen Unterschied macht. Und dann könnte man im Grunde sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist und das geht hoch. Das dauert natürlich Ewigkeiten, aber so rein vom Prinzip her würde das gehen, oder nicht? Denn alles, was ich freischalte, beschleunigt ja nur den Prozess. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ey, lass das mal 365 Tage so durchlaufen, dann komme ich auch ans Ziel, müsste es doch eigentlich machbar sein. Oder es kommt irgendwann ein Punkt, wie ich schon sagte, der es dann erschwert. Wo es dann heißt, Wetterumschwung, das geht damit nicht mehr, du musst Stufe 8 irgendwas bauen. Kann natürlich sein. Aber das sind ja Dinge, die ich jetzt gerade noch nicht weiß. So, wir haben Wasser, wir haben Sauerstoff. Wir haben einmal Nahrung. Kobalt kann raus. Warte mal, die Nahrung. Ziehen wir uns einmal rein. Gehen wir rüber zu dem Brock. Sehr angenehm, dass es hier keinen Ausdauerbalken gibt. Man rennt halt einfach.
So, wir hatten hier links noch eine Höhle, da drüben. Ist wahrscheinlich aber eher erst so richtig relevant, wenn ich tatsächlich ein bisschen mehr Sauerstoff habe. Keine Ahnung, was es da drin gibt. Spannungsspiel und Kinderschokolade. Aber nicht im Sommer. Jetzt sind wir gleich bei 7000. Das Prinzip gefällt mir wirklich sehr. Können wir das kaputt machen? Ich will alles kaputt machen. Das können wir kaputt machen. Gib mir mal Stoff. Keine Ahnung, ob Stoff noch für irgendwas anderes gut ist, als außer für ein Sofa. Definitiv das. Das lassen wir erstmal. Bildschirmfortschritt. Ach, den muss ich jetzt herstellen. Da steht's ja sogar. Heizung, Iridium, sehr schön. Ja, die einzelnen Ressourcen kann ich eigentlich hier lassen. Bis auf sowas hier, das ist nicht verkehrt. Und ja, also Eisen, Silizium, Titan, Eisen brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber das mit. Kürbiskerne. Okay. Geh weg. Bestimmt noch irgendwas übersehen oder vergessen. Aber das ist nicht sonderlich groß hier. Mir ist auch noch nicht ganz klar, wie ich dann irgendwann zurückfinde, wenn ich wirklich weit, weit weg Düse. Da muss ich dann mal schauen, dass ich irgendwas aufbauen kann, woran ich mich orientieren kann aus der Ferne. Vielleicht so eine Innenleiter oder einfach so ein Wohnmodul einfach platzieren, dass ich aus der Ferne sehe, ah, da drüben geht's zurück. Weil bisher habe ich noch nicht gesehen, dass es irgendwie so eine Art Schild, Pfeil, Flagge oder sowas gibt, die mich zurückführt. Denn ich glaube, man kann sich hier sehr, sehr schnell verlaufen. Und ich meine, bisher war die Konsequenz des Sterbens, dass du dann in deiner Basis aufwachst, was im Grunde der schnellste Rückweg ist. Ja, es ist doch schon mal was. Wir sind ganz gut versorgt. Jetzt können wir den Bildschirm Fortschritt bauen. Und dann sind die ersten Schritte abgeschlossen, weil ich schaffe einen blauen Himmel. Wird jetzt nicht ganz so schnell gehen. Warte mal, kann ich das denn hier abreißen? Nein. Kiste. Was haben wir denn? Ach, hier ist ja noch Zeug drin, Leute. Ich bin wieder da. Kobalt, Silizium, Silizium. Hau das erstmal rüber hier. So. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, hier Sachen... Beweglichkeitsstiefel. Kompass, da haben wir vielleicht schon die Antwort. Abbaugeschwindigkeit. Stufe 2, Silizium und Superlegierung. Die haben wir sogar einmal dabei. Sehr schön. Das heißt... Ach, der wird geupgradet. Okay. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 15%. Gib mir das mal her. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich schneller bin. Ich bin eher langsamer, würde ich sagen. Ah ja, doch. Das Gehen ist nur so langsam und das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ich glaube, es geht ums Sprinten und das ist definitiv jetzt schneller. Sehr schön. Okay, wir haben Stufe 2 Heizung. Wir haben diese Röhren.
Silizium, Silizium, Kobalt. Was haben wir denn hier noch drin? Kobalt, Silizium, Silizium. Kriegen wir das noch irgendwie dahin? Das hätten wir. Aktuelle Stufe unfruchtbar. Wir sind bei knappen 6% des Endergebnisses. Und das macht keinen Sinn. Ach nee, warte mal. Die nächste Stufe ist der blaue Himmel. Das ist noch gar nicht das Endziel. Und mit dem blauen Himmel kann ich ja dann erst anfangen, Sachen draußen anzubauen wahrscheinlich. Funktioniert das so im Spiel? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Dann haben wir das. Hier muss ich unterscheiden in Pflanzen, in Samen. Na, nee. Ja, doch, doch. In anpflanzbar und in Essen und Trinken. Okay. Also, wir brauchen alles Eisen, Eis, Magnesium, Silizium. Einmal Eis noch. Ich glaube aber, die Sachen respawnen nicht. Ich glaube, dieser Sturm sorgt dafür, dass neue Sachen platziert werden, aber das landet, glaube ich, nicht direkt bei mir. Ganz gut aus, oder? Ja, wesentlich besser, gerade was die Wärme angeht. Brauchen wir noch eine zweite Heizung? Wohnmodul Glas? Klar. Kommunikationsanlage? Nee, ich will meine Ruhe haben. Aluminium, Silizium, Titan, Eisen. Empfängt Übertragungen aus dem Weltraum. In Kombination mit dem Übertragungsbildschirm verwenden. Silizium Titan. Was ist das denn? Das interessiert mich jetzt aber. Komm, wir sammeln mal ein, was wir da haben. Die Kiste ist sowieso fast leer. Und wir brauchen immer allerhand Zeug. Das gefällt mir ja von so bildmäßig her, ne? Wenn so eine in der Ferne so eine Basis zu sehen ist. Sieht auch schon sehr gemacht aus da hinten, diese Konstruktion. Haben Sie es größer da? Das dachte ich mir schon. Warte mal, bauen wir noch so ein Ding hier hin. Das wird jetzt sehr viel kosten, glaube ich. Wir brauchen Eisen. Steht komplett still. 12,99. Wir brauchen viel Eisen.
neue Mitteilung erhalten. Das war Quatsch. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt davon bauen müssen, damit wir... Warte mal, das gibt 6,5. Das macht vielleicht mehr Sinn, oder? Die brauchen natürlich auch mehr zum Bauen, aber da muss ich dann mal dran denken, dass ich die austausche. Und dann das Dach halt damit vollhaue. Wobei, wir davon schon die Stufe 2 haben? Nee. Aber das reicht noch nicht mal. Einmal Kobalt, dann können wir nochmal so ein Ding bauen. Denn ich glaube, diese Antenne verbraucht 4. Allein 4. Überschuss hatten wir vor dem Bau der zweiten Heizung. Waren das nicht 2 oder so? Sauerstoff. Wie sieht das aus hier? Verfügbar 335. Jetzt ist doch alles okay. Ne, 15 verbraucht das sogar. Ah ja, genau. Jetzt haben wir aber, jetzt läuft alles wieder, oder? Ja, sehr schön. Da gibt es jetzt aber einen neuen Bildschirm, oder was? Terraforming, Fortschritt, Baupläne, Energieverbrauch, Übertragungen hier. 2x Silizium. Ja, wie viel gibt einer von denen? 1,2, ja. Dann einfach noch einen Solarkollektor und dann können wir nach und nach diese Winddinger abbauen. Wobei das wahrscheinlich auch nicht mal sein müsste. Was brauchen wir? 2x Silizium. Aber für die Schönheit natürlich. Alles Eisen. Hier. Haben wir, okay. Denn ich befürchte, wir brauchen dafür einen zweiten Schreibtisch. Ja. Ja. Sauerstofftank Stufe 3. An Sträfling. Ach, ich bin Sträfling. Sie haben beschlossen, ihre Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn sie wollen, dass alle gegen sie ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden, müssen sie diesen Planeten vollständig terraformen. Unsere Sensoren scannen regelmäßig ihren Fortschritt und senden ihnen die erforderlichen Baupläne. Versuchen sie auf keinen Fall, Sentinel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming feststellen, werden sie als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Sie können kein Eigentum oder irgendetwas von Wert auf dem Planeten für sich beanspruchen. Sie dürfen nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Sie dürfen diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Oh, das gefällt mir gut. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das Sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, Ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in Ihrer Kapsel und vielleicht im Weltraumwracks finden. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn Sie die richtigen Voraussetzungen erfüllst. Versuchen Sie also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserung sind von elementarer Bedeutung. Erforschen und verbessern Sie Ihre Ausrüstung, um Ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie. Das tut sie.
Was haben wir hier? Nachricht von... Heute Morgen am 17. Tag unserer Reise nach Stigma verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffs fiel ab, so als ob es von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Das haben wir schon mal gelesen. Den haben wir, das brauchen wir. Magnesium, Aluminium, Titan. Okay, ich bin ein Sträfling, aber es wird immer besser. Das gefällt mir richtig gut. Okay, ja, das mit der Nahrung ist natürlich nicht ganz unwichtig. Es gibt so einen Container, wo man das züchten kann, allerdings, also anbauen kann, allerdings habe ich das noch nicht. Aber das hier ist schon mal ein Fortschritt. Jetzt sind wir bei 280. Perfekt, okay. Was hatten wir noch gerade gehabt? Hilft dir den Weg zu... vorhin noch erwähnt, Leute. Perfekt, genau das brauchen wir, wenn wir die nächste große Loot-Tour angehen. Jetzt haben wir sehr viel mehr Sauerstoff schon mal dabei. Also würde ich sagen, dass wir beim nächsten Mal dann eine etwas längere Tour vielleicht da hinten in die Richtung nehmen. Da geht's durch. Oder wir schauen uns diese Konstruktion da hinten mal an. Direkt am Wrack. Und wir haben immer noch die Höhle direkt um die Ecke. Aber dafür müssen wir ein paar Kapseln bauen und so weiter, damit wir hier unterwegs auch überleben. Es wird immer fantastischer, liebe Leute. Ich bleibe dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.